Hallo, heute mal ohne Clemens. Und zwar stelle ich eigentlich kurz Diver Day vor. Ist ein neues Roguelike, der Steam-Hit wahrscheinlich des Sommers. Und das ist sozusagen ein bisschen zweigeteilt. Einerseits hat man diesen Tauchpart, wo man eben Fische fangen muss und sozusagen das mit einer Harpune machen muss. Man hat links unten die Sauerstoffanzeige, ist die Lebensanzeige, wie tief man getaucht ist und wie viel Gepäck man im Moment sozusagen dabei hat. Das heißt, das kann man später dann auch noch aufrüsten und dabei noch an immer tiefer tauchen und immer weiter in die Story sprichwörtlich eintauchen. Hahaha. Und der zweite Part ist dann das, das ist dann meistens am Abend, wo man den Restaurant-Part managen muss. Das heißt, man muss eine Sushi-Bar betreiben und dazu braucht man eben die Zutaten, die man zuerst im Meer geangelt hat. Und das schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Das ist auch der Ursprung, wo mit die Story eigentlich gestartet hat. Also für das wird Dave gerufen, um sozusagen einen Kollegen zu helfen, die Sushi-Bar zu managen und eben die Zutaten oder die Ressourcen dafür aus dem Meer zu fischen. Dazu müssen wir einerseits unser Menü zusammenstellen, haben dann auch immer wieder dabei, müssen wir schauen, was wir gefangen haben. Andererseits müssen wir dann auch, wenn der Betrieb startet, die Zutaten servieren oder die Zutaten besser, die Gerichte servieren, damit die Gäste was zum Essen haben, was sie bestellt haben. Das wird dann auch noch mit anderen Aufgaben verkompliziert, damit mehr Stress auftaucht. Und wir müssen dann zum Beispiel eben einen Tee einschenken und damit wird der Fluss unterbrochen. Man kann diese zwei Teile dann aber später auch noch aufrüsten. Das heißt, beim Tauchen kann man Verbesserungen sich holen und sowohl im Restaurantpart kann man auch dann Personal einstellen. Dazu aber später mehr. Es ist dann eben so, unter Wasser, es ist dann kein Tauchgang wie der andere und umso tiefer man taucht, wenn die Ausrüstung besser ist, umso mehr Sauerstoff hat man oder mehr Gewicht kann man mittragen und umso tiefer kann man tauchen, passieren dann auch immer andere Dinge. Zum Beispiel, das sind dann schwierigere Gegner, zum Beispiel dieser Schwertfisch, da muss man auch eben Quicktime-Momente erfüllen. Und den Ganzen dann auszuweichen, damit man nicht seinen Sauerstoff verliert, weil wie bei jedem Roguelike, wenn man stirbt, muss man auftauchen und sozusagen es bleibt dann nur mal ein Gegenstand übrig, den man auswählen kann, um ihn mit an die Oberfläche zu nehmen. Dazu gibt es aber dann auch eben Hilfestellungen wie dieses Sauerstofffäßchen, das füllt dann die Anzeige wieder auf. Und man kann dann eben auch, es gibt so gewisse Stellen, wo man eine Rettungskapsel sich holen kann und dann schnell wieder an die Oberfläche kann, um seinen Fortschritt dann zu sichern. Wenn man dann in dieser Rettungskapsel ist, kommt man eben wieder zum Boot zurück und kann dann einen neuen Tauchgang starten oder eben am Abend zum Restaurantpart wechseln. Was dann auch ist, jeder Tauchgang ist anders, das heißt, es passieren andere Dinge, so wie da jetzt an, sieht man plötzlich einen Kraken im Hintergrund. Ich werde jetzt nicht erklären, für was das ist, weil ich will keinen Story-Part spoilern, da ich das bei so einem Spiel immer schade finde, weil die Story eigentlich super gemacht ist und warum soll man da in Spaß dann verderben dabei? Was dann ebenfalls passieren kann, ist, dass beim Tauchvorgang eine Nebenmission auftaucht, in dem Fall in der Form eines Delfins, der ein Dave um einen Gefallen bittet und dabei soll der Dave ihm dann eben bei einer gewissen Aufgabe helfen, die ich jetzt auch nicht verrate. Ein anderer Punkt ist dann auch noch, dass immer wieder so Zwischensachen zu machen sein in Form von Minigames. Es gibt da die unterschiedlichsten. Da jetzt als Beispiel ein Foto zu machen. Natürlich habe ich das jetzt absichtlich versemmelt ein paar Mal, damit man das veranschaulicht hat. Und wie man da jetzt eben im Videomaterial sieht, mit jedem Upgrade kann man dann eben tiefer tauchen, hat zusätzliche Ausrüstung wie eine Waffe, Taschenlampen. Und kann damit dann die unterschiedlichsten Aufgaben erfüllen und taucht immer tiefer dann in die Welt ein und erkundet immer mehr und ja, löst dann quasi das Rätsel. Dann noch ein kurzer Ausblick. Es gibt eben sehr, sehr viele Minigames, wo immer andere Sachen zu machen sein, die super unterhaltsam sein und auch nicht schwer. Also man kann das wirklich genießen und es ist keine Plage. Jetzt zum Abschluss noch einmal zum Restaurantteil und da ist es jetzt eben so, dass man dann später eben das auch aufrüsten kann und Personal einstellen kann, damit man selber entlastet wird, weil sonst wäre der Andrang gar nicht mehr zu bewältigen. Und was ein wirkliches Highlight in dem Spiel ist, sind die ganzen Zwischenanimationen.
Die sind so herzhaft und traumhaft gemacht, sind auch teilweise sehr, sehr lustig. Ich habe da jetzt nur eine, wenn man sein Menü aufrüstet, kurz gezeigt und die ist herrlich. Aber ich möchte eben auch nichts spoilern und deshalb zeige ich nur die eine, weil die kämen sehr häufig vor. Aber es sind auch immer unterschiedliche. Also auch bei einem Update oder einem Upgrade des Menüs sieht man immer wieder andere Animationen und die Vielfalt ist wirklich beeindruckend und die anderen sind super lustig. Zum Abschluss möchte ich wirklich sagen, ist ein super geniales Roguelike, aber wenn man jetzt nicht der größte Roguelike-Fan ist, kann man das sich einmal anschauen auf Steam. Macht wirklich Spaß, also es etliche Stunden kann man damit verbringen und es passt perfekt zum Sommer. Also Prädikat definitiv spielenswert und sollte man sich holen. Also ist wirklich ein Highlight einmal für das Jahr. Von daher hoffe ich, ihr habt einen Eindruck gekriegt vom Spiel, ohne dass ich viel Spoiler. Probiert es aus und dann noch schönen Tauchgang.